Hallo und herzlich willkommen bei Virtuous und einem kleinen Tutorial von mir für Anno 1800 und zwar ein kleines Layout-Tutorial für die erste Bevölkerungsstufe hier für die Bauern. Also bleibt mal dran. Um zu sehen, was sie genau brauchen, klicken wir uns einfach so einen Bauern an. Und haben hier diese Varianten. Marktplatz ist klar, Fisch braucht man auch nicht machen, der geht nur immer an diesen weißen Küstenstreifen. Kommen wir doch mal hier zur Arbeitskleidung. Und da habe ich hier mal was vorbereitet. Und zwar ein effektives Feld. Dieses hier. Man sollte aber sagen, man bräuchte nicht den ersten Kontor, weil der ist nicht Kontor, wie heißen die? Warenhaus, weil die sind doch ein bisschen zu eng. Aber dieses hier ist mein Projekt und das will ich mit euch jetzt mal nachbauen. Gelaufen. Ja, nebenbei passiert halt ein bisschen was in der Welt. Deswegen gehen wir hier mal auf den Kleidungsstil. Es ist relativ einfach gehalten. Ich nehme hier das Kleidungsprodukt. Vom Stapel gelaufen. Ich mache das gern so. Einmal, zweimal, hier hinten hin, drei, vier. Die Felder dementsprechend, die Farmen. Und die brauchen natürlich noch ihre Felder. Das heißt, hier unten geht es dreimal nach oben. Und der hat zwei und einen hier in der Mitte. Ups, der war ein bisschen ab vom Schuss. So, gehen wir nochmal zurück. Das gleiche hier. Zwei hier drüben, einen hier nochmal in der Mitte. Und der letzte im Bunde ist dieser hier. Was fehlt noch? Ein paar Straßen. Einmal hier. Eigentlich würde auch ein Feld reichen, aber ich mache gerne mal komplett. Hier werden es zwei. Hier einmal rüber. So. Und zu guter Letzt natürlich noch die Markthalle in die Mitte. So, das heißt, wir haben jetzt hier unser ganzes Feld. Wenn wir das einmal so rüberziehen, steht das Ding. Können wir noch aufputschen. Ich brauche sowieso ein bisschen. Passt. Wir finden jetzt ein paar Bauern. Das ist aber halb so wild. Für den Anfang. Jedenfalls wird jetzt hier fleißig produziert. Ne, die Wege hier sind klar. Die kommen hier ran. Die beiden kommen über diese Wege. Und der über den. Volle Auslastung. Fast. Bisschen noch für Verschönerung, was auch immer man haben möchte. Und es funktioniert, wie ihr seht. Stand gespeichert. So, zweite Feld. Ein sehr wichtiges Feld ist dieses hier. Schnappe es. Denn die Leute wollen, dann nochmal zu den Leuten gehen. Alle anderen Felder erstmal ignorieren. Nicht nur das, sondern die wollen ja auch noch Zufriedenheit. Klar, Wirtshaus ist auch klar, ab in die Stadt damit. Und den Schnaps. Den wollen wir auch noch haben. Damit die Leute glücklich sind. Dazu habe ich halt dieses kleine Feld hier konstruiert. Das ist ein bisschen trickiger wegen den Feldern. Aber kriegen wir jetzt auch noch hin. Wir gehen hier einmal auf den Schnaps. Fangen an mit der Distille. Boah, jetzt muss ich mal gucken, wie das war. Genau. Ein. Und so rüber müsste das gewesen sein. Hier ist, wie gesagt, ein bisschen trickiger. Kriegen wir aber auch noch alles ordentlich gebacken. So, vier nach oben. Na, siehst du, da sind wir nämlich schon falsch. Wenn wir es direkt neben ansetzen wollen, müssen wir das so machen. Na, das geht aber nur mit rüberziehen. So ist das Feld, richtig. Dahin. Dann kommt der Kontor hier drauf. Genau, so, ich muss gerade, das ist wie gesagt ein bisschen trickiger, aber dafür volle Auslastung auf jeden Fall. Der kommt dahin. Dann haben wir hier nochmal zwei Distillen, links und rechts daneben. Und den so drauf. Straßen wie folgt, einfach hier in die Löcher rein. Hier brauchen wir eine Straße und die Zufahrtsstraße natürlich. Die Felder. Eins muss leer bleiben. Das heißt, wir gehen mal so.
und ab nach oben. Und damit ist das Feld nämlich voll ausgelastet. Das gleiche hier natürlich auch. Ist diese Form der Selbstlosigkeit angemessen? Na sicher, nehmen wir immer gerne. Volle Auslastung. So. Das gleiche jetzt hier auch. Dann haben wir hier noch ein bisschen. Zopp. Und damit ist dieses Feld auch voll ausgelastet. Mega, oder? Ich würde den hier gerne auch nochmal drehen. Und das sieht mal schön aus. Okay, los geht's. Und aufwerten. Hopp, fehlt nur ein bisschen Stein, kriegen wir aber wieder ran. Und was ich jetzt halt machen kann, sind hier die Felder wegreißen. Hier weg. So. Weil ich, wie gesagt, ein bisschen umbauen will. Und das Feld steht damit. Und ihr seht auch, es funktioniert. Zufahrtsstraße. Ja klar, fehlen jetzt halt die Waren, die kommen aber gleich. Hier kommen die auf jeden Fall immer rüber und so weiter und so fort. Das einzige Nachteil bei diesem Format ist, die Feuerwehr kann hier nicht so ran. Was hast du für ein Problem? Ja, das ist eine volle Auslastung. Wie gesagt, mehr geht schon gar nicht mehr. Na, finde ich sehr gut. Muss den hier, glaube ich, mal drehen. Vielleicht so. Ist diese Insel ja noch unberührt. Meine Wanderträger betreten neues Land. So, und damit haben wir die zwei Gruppen für die erste Stufe auch schon fertig. Die zwei, die Alkoholproduktion im Hoch, also eigentlich reicht für den Anfang immer ein Feld. Und dann kann man das, wie gesagt, erweitern. Ihr seht, das geht nahtlos ineinander über. Genauso hier, noch zwei solche Dinger dran und das Ding ist rappetige voll. Ich sag danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und tschüss.